Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind im Einkaufsrausch und im Erlernrausch von Fähigkeiten und zeig, ich schau mir deine mal, Ware. Verstanden. Ob wir hier ein passendes Schwert für uns kriegen könnten. Plus ein Damage, ja, sehr super. Schaut nicht so gut aus. wir sind da noch ein bisschen zu schwach. Ich würde sagen, ja, wir nehmen wieder 80 Pfeile mit. Sind halt wieder ein bisschen pleite. Da müssten wir halt echt noch ein bisschen was lernen. Stärke und Geschick vor allem auch fürs Breitschwert. Da brauchen wir noch ein paar Level-Ups, damit das klappt. Okay. Auf jeden Fall haben wir die Pfeile mit. Wir haben unseren Computer quasi ein bisschen Adjuktor, Entschuldigung, haben wir gesockelt. Und ich hoffe, das bringt sich auch was. Lerntechnisch. Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Wir haben nur mehr zwei Punkte übrig. Das bringt sie gar nichts mehr. Mal schauen, dass wir Level abkriegen. Damit wir langsam stärker werden. Vor allem hier muss ich mich mal ein bisschen ranhalten, dass wir noch Stärke kriegen. 35 oder 36 haben wir gebraucht, ne? Ja. Da brauchen wir einige Erfahrungspunkte. Na gut. Dann würde ich sagen, wir kehren zurück. Technik. Ja, ja, ist schon recht. Wir kehren zurück. Hierhin. Jo. Jetzt können wir nicht um die Truhe knacken, was mich sehr freuen tut. So. Und wir marschieren einmal los. So. Ach ja, Wasser und Trockenfleisch habe ich jetzt vergessen zu kaufen. Macht nichts. Wir gehen jetzt einfach mal da oben die Kiste aufmachen. Schauen wir, was drinnen ist. Und ja, also sprich alles schön der Reihe nach. Servus, du Fisch. Auf. Ja, du, das macht das schon. Da vorne geht schon die Post ab. Boah, was da drüben schon für Viecher sind, ne? Ekelhaft. So, wir essen was. Ich fürchte, die werden wieder ziemlich schwer sein. Die würde ich gerne ein bisschen umgehen. Falls möglich. Wir müssen nicht da lang. Aha, die wollen uns angreifen. Und mal schauen, dass wir schnell Reis ausnehmen. Kommt nur einer? Es wird nur einer kommen. Vielleicht haben wir Glück. Ja gut, ich mache überhaupt kein Damage. Das ist übel. Huch. Wow. Ich hoffe, dass du das da was machen kann. Die Festrate muss ich übernehmen. So. Oh, Tour, das ist schon besiegt. Okay. Wir müssen schauen, dass sie das besser macht. Wir können den besiegen. Okay. Mal schauen, wo wir da sind. Ah, das Gebiet gehört schon zu Abessa. Aha. Okay. Okay. Gut zu wissen. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, oder ich muss besser gesagt, ich muss schauen, dass wir diese Viecher da jetzt nicht pullen. Den einen davon, der geht noch, aber dann muss ich schauen, dass ich irgendwie das Wasser langlaufe oder so. Zack. Ja, fast hin. Sehr gut. So. Also, dann schauen wir mal, ob wir das Glück haben. Warte, was haben wir denn da?
Warte, ich häng grad fest. So. Ja, das geht. Ich glaube, das geht. Wunderbar. Dann können wir da die Pest... Aha, jetzt ist es keine Pestrate mehr, jetzt ist es auf einmal ein Hund. Mhm. Okay. Einfach nur ein Junge. Ein junger Schakal, aha. Gibt's sowas auch, okay. Kein Hornhund, ein Schakal. Mhm. Okay. Gut, wo sind wir hier? Ich hoffe, wir sind hier richtig. Wir müssen scheinbar dann hier lang. Zuerst möchte ich den da drüben noch besiegen. Viechlein. Das ist jetzt aber ein Hornwolf. Richtig. Ich helfe dir. Bitte. Okay, sehr nett. Ja, das mache ich super. Ja. Zack. 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 In den Boxi rein. Jawohl. Mhm. Ja. Hat er super hingehauen. Jawohl, weg ist er. Besser gesagt, hin ist er. So, Loot. Sehr, sehr gut. Dann nehmen wir noch hier die Heilpflanze mit. Und ich schaue mich wieder mal ein bisschen um, ob wir hier einen Teleporter finden. Da vorne ist ein Unhold, glaube ich. Den müssen wir stehen lassen. Da vorne den Raptor können wir machen. Das würde gehen. Ich helfe dir. Au. So. Zack. 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 Auf die Busch. So. Zack. Zack. Und weh. Oder auch nicht. Ach, ist schon hin. Sehr gut. So, repair dein Zeug. Schau mich kurz da ein bisschen um. Aber da scheint nichts Besonderes zu sein. Aha, da unten. Da ist ein Viech ein bisschen unrund. Dürfte auch ein Raptor sein. Ich züge mal die Waffe und esse mal was. Hm. Au, 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 boah, boah, boah. Hallo, hallo. So. Er übernimmt, das ist sehr gut. Oh. Ja, ich trinke mal was. Alter Schwede, du bist Viech. Tja. So, kriegst du mal Haue. Wie es sich gehört. So, zack, zack, zack. Au. Und zack, 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 zack. Ja. Tu, dass du darfst, wenn du möchtest. Perfekt. So, der ist auch erledigt, Herr mit seinen Sachen. Aha, da ist ein Lager. Da hat mal jemand gehaust. Der arme Kerl, der hier gelebt hat, ist wohl oder übel verspeist worden. Boah. Derweil ist hier, glaube ich, nichts mehr Interessantes. Jawohl, wir können den einen da unten noch plätten. Zwecks Erfahrungspunkte. Da ist ein Gebäude, da drüben ist noch eins. Ja. Passt. Er
erledigt. Die Bestie Was? Von Xakor. Wer ist das? Ich hatte mich bereits gefragt, wann ich dich wiedersehe. Auch wenn dein Gesicht ein wenig zu viel Farbe abgekriegt hat. Sind wir uns schon mal begegnet? Nicht persönlich, aber wir alle kennen deine Verdienste. Und ich habe deinen Absturz beobachtet. So wie es aussieht, bist du jetzt vogelfrei. Warum bist du nicht bei deiner Patrouille? Unsere Schicksale sind sich sehr ähnlich. Auch ich bin jetzt ein Abtrünniger und muss einen neuen Weg finden, meine Bestimmung zu erfüllen. Gehörst du zu den Separatisten? Warum bist du kein Soldat mehr? Machen wir mal das obere. Gehörst du zu den Separatisten? Selbstverständlich nicht. Ich kann ihre Überzeugungen nicht teilen. Die Separatisten zweifeln alles an, wofür wir stehen. Sie lassen es zu, dass ihr Verstand durch Gefühle beeinflusst wird und stellen sich gegen unsere Rasse. Ich glaube nach wie vor an den Hybriden, auch wenn ich von nun an auf der Flucht bin. Warum bist du kein Soldat mehr? Warum bist du kein Soldat mehr? Warum bist du kein Commander mehr? Das geht dich nichts an. Mein Auftrag verlief, sagen wir, unprofessionell, also wurde ich exekutiert. Ich habe bei meinem wichtigsten Auftrag kläglich versagt. Das obere. Mein Auftrag also verlief, sagen wir, unprofessionell. Also wurde ich exekutiert. Jedenfalls fast. Dann hat dein Henker bei seinem Auftrag wohl auch versagt. Kann man so sagen. Und das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also warum wurdest du ausgestoßen? Ich habe mir zu viel Zeit beim Essen gelassen. Was? Okay. Und weiter? Aha. Wir sind überrannt worden. Und ich war nicht dabei. Als ich dazu kam, war der Kampf bereits vorbei. Jetzt wollen sie meinen Tod. Du hast dir bei einer Schlacht verspätet. Wegen deines Essens ist es dein Ernst. Ein hoher Preis für ein solches Vergehen. Ja, finde ich auch. Aha. Ein hoher Preis für ein solches Vergehen. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Aber ich habe daraus gelernt. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, meine Verfolger loszuwerden. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Ich will die Köpfe derjenigen, die mich tot sehen wollen. Eine Zeit lang habe ich als Kybernetiker im Eispalast gearbeitet und dabei ein neues System zur Kontrolle von Nervenbahnen entwickelt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre ich so in der Lage, den Toten ein paar Geheimnisse zu entlocken. Bislang konnte ich diese Methode nicht testen. Das würde ich gerne nachholen. Also Informationen extrahieren aus einer Leiche, schwer zu glauben. Klingt hochinteressant, ja, würde ich auch sagen. Klingt hochinteressant. Ich wusste, dass es deine Aufmerksamkeit wecken würde. Ich würde mein Wissen mit dir teilen, sofern du mein Vorhaben unterstützt. Du willst, dass ich dir das richtige Werkzeug bringe? Nein, um das Werkzeug habe ich mich selbst gekümmert. Ich will, dass du mir ihre Köpfe bringst. Und warum sollte ich das tun? Weil du die Bestie von Xakor bist und sicher einen Weg findest. So könnten wir zwei Probleme auf einmal lösen. Ich werde nicht länger verfolgt und du kannst an meiner Genialität teilhaben. Außerdem biete ich dir meine Kampfkraft an. Ich werde über dein Angebot nachdenken. Gut, du kämpfst für meine Sache und ich besorge dir die Köpfe deiner Verfolger. Du kämpfst für meine Sache? Und ich besorge dir die Köpfe deiner Verfolger. So sei es. Unsere gemeinsamen Erkenntnisse werden sicher so manche wissenschaftliche Neugier stillen. Wo ist unser Treffpunkt, wenn wir getrennt werden? Es gibt da einige Ruinen westlich von Goliath. Verstehe. Finde ich. Wer sind deine Verfolger? Erzähl mir mehr über dein Leben bei den Alps. Wer sind... Also ein Statusbericht. Ja, warte mal. Wer sind deine Verfolger? Wer sind deine Verfolger? Es handelt sich um drei Alp-Commander, die sich auf den Weg gemacht haben, mich zu finden. Der erste ist Bartox. Er patrouilliert im Süden von Xakor und will verhindern, dass ich zurück in den Eispalast komme. Der zweite ist Pollux, der meine Spur im Westen von Abessa verloren hat. Und der dritte ist Tiras, der an der Grenze zu Ignaton auf mich wartet.
Speicher dir ihre letzten Aufenthaltsorte am besten in deinem Adjutor. Und noch eine Sache. Du solltest die Leichen besser verschwinden lassen, um die Aufmerksamkeit der Alps nicht zu erregen. Mhm. Erzähl mir über dein Leben bei den Alps. Erzähl mir mehr über dein Leben bei den Alps. Wenn ich nicht auf Patrouille war, habe ich die meiste Zeit im Labor verbracht. In den Abendstunden habe ich meist mit neuen Zubereitungsmethoden von Nahrungsmitteln experimentiert. Nahrungsmittel? Du meinst, du hast gekocht? Das klingt so banal. Ich verstehe es mehr als eine Kunst. Das vermisse ich am meisten. Zeit und Raum für mehr Ästhetik beim Speisen. Das klingt anormal für ein Alp. Beim Anblick einiger freier Menschen erahne ich, was du meinst. Beim Anblick einiger freier Menschen erahne ich, was du meinst. Ich hätte nicht gedacht, dass die Bestie von Xarkor mir so ähnlich ist. Du würdest mir glatt ans Herz wachsen, wenn ich eins hätte. Eines Tages werde ich ein wahres Kunstwerk zubereiten. Das wird meine kulinarische Krönung. Statusbericht. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Unsere Soldaten scheinen nur noch sporadisch in den Ländern der freien Menschen aufzutauchen. Irgendetwas hat sich im Eispalast getan, seit ich dort weg bin. Schwer zu sagen, was. Dann mach's gut. Großartig. Ja, haben wir einen neuen Freund. So. Mal schauen, was unser Freund hat. So, nehmen wir alles mit. Der Pan. Was zum Teufel? Ein Hornwolf. Boah, ey. Ich kann was essen. Der hat auch keinen schlechten Hammer. Zack, 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 zack. Na toll, jetzt haben wir die Punkte nicht bekommen. Wurscht, hin ist hin. Okay, dann hätten wir das auch schon. Dann müssen wir hier lang. Ist ja arg irgendwie, ne? So, das Tier muss man auch noch ausrauben. Ausplündern. So, haben wir wieder einen neuen Freund gefunden. Schön. Horuk. Dann würde ich sagen, wir stiefeln jetzt endlich mal Richtung Questziel. Erreichen werden wir es heute wahrscheinlich nimmer, aber im nächsten Part dann vielleicht. Oder in den darauffolgenden. Jo. Da oben müsste es sein. Die Frage ist nur, wie wir da hinkommen. So, die nehmen wir auch mit. Dann schauen wir mal. So, nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit. So. Da ist noch eine. Oh, eine Ratte. Hoppala, Entschuldigung. Oh, ups. Das wollte ich gerade nicht. Oh je. Das da vorne schaut ungesund aus. Mist. So ein Dreck. Da kommen wir nicht hin. Ah, Mann. Überall diese Viecher. Lästig, 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 sag ich nur. Müssen wir es halt auf der Seite probieren. Hm? Oh, da ist eine Blume. Wie ist ein Kraut? Ah, die Seite schaut doch schon besser aus. Tap, tap, tap. Tap, 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 Horuk. Tap, tap, tap. Das schaut echt nach einem Weg aus. Oh. Au. Großartig. Ein Reißer. Mhm. Zwei Reißer. Oh weia. Oh weia. Nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Schnell was saufen. Hat's hingehauen?
Alter, wir müssen schnell helfen. Aha, die sind sehr stark. Ja, ja. War wieder klar. Mann, ey, und ich kann schon wieder laden. Das gibt's hier nicht. Okay, also das heißt, mehr aufpassen dann im nächsten Part. Die sind sehr stark. Die bringt, das schafft sogar unser Begleiter großartig. Nicht wirklich. Ja. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach mal hier. Und hoffen, dass wir im nächsten Part das besser hinkriegen. Ah ja, stimmt. Das Viech war ja auch noch zu besiegen. Das war ja auch noch. Mal ausweichen. Und weg mit dir. Passt, erledigt. So. Ach Gottchen, es ist anstrengend. Aber trotzdem noch nach wie vor schön. Na gut, ihr Lieben, wir bleiben hier, setzen uns in den Campingsessel und warten quasi auf die nächste Aufnahmesession. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!